Bond. James Bond. Humans, for the most part, don't have a clue. They don't want one or need one either. They're happy. They think they have a good bead on things. Ich glaube, ich habe diesen Film gesehen, als der herauskam. Und ich hatte zu dieser Zeit so einen Gutschein fürs Kino für ein Jahr und bin da viel im Kino gewesen. Und da habe ich diesen Film, habe ich jedenfalls im Kino gesehen. Und zwei Szenen in diesem Film sind mir noch im Gedächtnis geblieben. Und vermutlich erinnerst du dich auch daran, als die beiden Agenten zusammen auf der Bank sitzen und sich darüber unterhalten, woher sie eigentlich Informationen bekommen und wo sie wirkliche Informationen auch darüber bekommen, beispielsweise wenn irgendwelche Aliens, um die es ja geht, in diesem Film gelandet sind. Wo findet man Informationen? Und der ältere, erfahrene Agent sagt dann, naja, das findest du nur in speziellen Zeitungen, und holt dann die Klatschzeitung hervor und sagt, da findest du die wirklich wichtigen Nachrichten. Natürlich ist das überzogen, aber in der Tat finden wir gar nicht so selten Informationen an Stellen, die wir übersehen. Einfach weil sie auf eine Art harmlose, ja, auf eine harmlose Art daherkommen, so möchte ich das formulieren. Das war das eine, an das ich mich erinnere. Und die andere Szene, da unterhalten sich die beiden ebenfalls über die Menschen und über die Entwicklung und über den Verstand der Menschen und über das Wissen der Menschen. Und da sagt der Ältere der beiden Agenten, übrigens, vor 500 Jahren waren die Menschen viel weiter. Sie wussten viel mehr. Sie wussten beispielsweise auch, dass die Erde flach ist. Und viele Informationen, die auf diese Art und Weise in den Medien, in den Hollywood-Produktionen gezeigt werden, kommen auf eine Art und Weise daher, dass wir selber die Wahrheit nicht erkennen, weil wir sie für einen Witz halten. Und das hat natürlich schon was. Man könnte sagen, dahinter steckt ein satanischer oder auch ein göttlicher Humor. Und beides ist irgendwo richtig. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. A person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. 1500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat, and 15 minutes ago, you knew that people were alone on this planet. And 15 minutes ago, you knew that people were alone on this planet. And 15 minutes ago, you knew that people were alone on this planet. 1500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. And 15 minutes ago, you knew that people were alone on this planet. Okay, Junge, so sieht's aus. Zeitweise befinden sich etwa 1500 Außerirdische auf unserem Planeten und die meisten von ihnen hier in Manhattan. Und die meisten sind auch durchaus korrekte Leute, die nur versuchen, über die Runden zu kommen. Taxifahrer. Nicht so viele, wie man glaubt. Die Menschen wissen größtenteils nichts davon. Sie wollen es nicht und sie brauchen es auch nicht. Sie sind glücklich und zufrieden und bilden sich ein, sie hätten alles im Griff. Aber warum so ein Geheimnis? Menschen sind intelligent, die verkraften sowas. Ein Mensch ist intelligent, aber ein Haufen Menschen sind dumme, hysterische, gefährliche Tiere, das wissen sie. Vor 1500 Jahren hat jeder Mensch gewusst, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Vor 500 Jahren hat jeder Mensch gewusst, dass die Erde flach ist. Und vor 15 Minuten haben sie gewusst, dass die Menschen auf diesem Planeten unter sich sind. Stellen Sie sich nur mal vor, was Sie noch alles wissen. Morgen. Das hat alles schon eine ganz starke symbolische Qualität. Das ist Mainstream. Das ist billiger Mainstream. Das ist fuck that. Fuck that. Das ist scheiße. Das ist, von diesen Leuten werde ich niemals die Weide fahren. Niemals die Weide fahren. Fuck that. Die verarschen euch. Die halten euch in ein Gefängnis fest. Was für ein leichtgläubiger Menschenschlag.